erfolgreiche wirtschaftlich effiziente Schweinemast ohne Ferkelkastration? Ja, das gibt es. Das weiß auch Ferkelerzeuger und Schweinemester Martin Knees aus Seeth in Norddeutschland. Wir haben mit Evamast angefangen, weil uns die Arbeit der Kastration als solches nicht so begeistert und weil Zahlen von Berufskollegen einfach gute Ergebnisse wiedergegeben haben, insbesondere was Futterverwertung und Muskelfleischanteil angeht. Und weiterhin hat uns unser Vermarkter die Möglichkeit eröffnet, Eber zu vermarkten. Aber wie steht es um den Ebergeruch, wenn nicht mehr kastriert wird? Außerdem, machen Eber nicht mehr Arbeit? Und was ist eigentlich mit der Mast- und Schlachtleistung? Die Ebermast ist für uns wirtschaftlich erfolgreich, allerdings muss der Vermarktungsweg vorher geklärt sein. Warum es eine Alternative braucht? Heute wissen wir, dass auch Ferkel ein ausgeprägtes Schmerzempfinden haben. Das wurde früher verneint. 2013 wurde daher bei der Änderung des Tierschutzgesetzes auch ein Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration erlassen, mit einer Übergangsfrist. Endgültig Schluss damit wird Ende 2020 sein. Eine Alternative ist die Mast von intakten Eber. Diese kommt ohne chirurgischen Eingriff aus. Hauptvorteile: kein Eingriff am Tier und keine Wunde, die sich entzünden kann. Eber erbringen besondere biologische Leistungen im Vergleich zu Kastraten. Aber Eber sind lauter und aggressiver. Sie reiten auf und tragen Hierarchiekämpfe aus. Dabei kommt es zu Penisbeißen, unterschiedlichen Verletzungen und Lahmheit. Deshalb sind mehr tägliche Kontrollen nötig, mehr Aufmerksamkeit und Tierbeobachtung. Empfohlen werden etwa 10% mehr Platz in der Bucht. Am allerliebsten verlege ich meinen Stalldurchgang auf den Nachmittag. Und ja, beim Stalldurchgang schmeiße ich immer eine kleine Portion Heu in die Bucht. Dadurch kommen die Tiere in Gange und ich kann schnell Lahmheiten feststellen. Lahme und verletzte Tiere kommen in die Krankenbucht, wo sie gepflegt und bewegt werden. Aus der Sicht des Tierschutzes sind die Tierkontrollen, die Beobachtung der Tiere, ganz besonders wichtig, denn die Eber sind aggressiver, aktiver, sie führen stärkere Rangkämpfe aus, sodass man einplanen muss, je größer der Betrieb ist, umso mehr muss man Arbeitszeit von vornherein einplanen. Martin Knees stallt seine Tiere getrennt geschlechtlich auf, um Trächtigkeiten zu vermeiden. Er setzt auf Buchten mit rund 20 Tieren, mit Bereichen für Futter, Wasser, Ruhen, Spielen und Koten. Eber haben grundsätzlich ein höheres Leistungspotenzial als Kastraten. Besonders im letzten Drittel der Mast nehmen Eber schneller zu. Ein spezielles Eiweiß-Eberfutter mit einer passenden Aminosäureausstattung sollte gefüttert werden, um die bessere Leistungsfähigkeit der Eber tatsächlich zu nutzen. Der höhere Eiweißbedarf der Eber bedingt, dass wenn die Tiere Eiweiß suboptimal versorgt sind, dass sie unruhig werden. Die Futterverwertung bei den Ebern ist das ganz große Plus. Sie ist auf jeden Fall deutlich besser als bei Kastraten und auch ein Tick besser als bei Sauen. Es ist so, dass hier am Breiautomaten die Eber ad libitum gefüttert werden können, ohne dass sie am Ende der Mast stark verfetten. Eine Rationierung ist am Breiautomaten technisch immer sehr schwierig umzusetzen. Ein Knackpunkt bei der Ebermast ist die geringe Futteraufnahme, die geringe tägliche Futteraufnahme der Eber. Deshalb ist ein schmackhaftes Futter sehr wichtig. Im letzten Drittel der Mast sollten Kontrollwiegungen durchgeführt werden, da es leicht möglich ist, das Gewicht der Eber zu unterschätzen, durch weniger Bauch- und Rückenspeckanteil. Das Wiegen und der Transport der Tiere sollte auch getrennt geschlechtlich erfolgen und in den Buchtengruppen, die sich bereits kennen, weil es sonst erneut zu Rangkämpfen und Schwierigkeiten kommt. Knees schlachtet seine Schweine mit 120 bis 130 Kilogramm Gewicht.
Wie steht es mit Geruchsauffälligkeiten der Eber, die so stark sind, dass die Schlachtkörper vom Schlachthof verworfen werden? Geruchsauffällige Tiere treten wirklich sehr, sehr selten auf. Also das ist kein wirkliches Problem. Aber wenn das denn mal passiert, dass ein Tierarzt ein Tier für untauglich befindet, dann fehlt mir das Tier natürlich auf der Abrechnung. Ich kriege dafür kein Geld und das ist natürlich ein Ärgernis für mich. Ebergeruch ist vor allem durch Geschlechtshormone bedingt. Im Schnitt sind es 3,5% geruchsauffällige Tiere, die am Schlachtband durch Geruchskontrolle gefunden werden. Je nach Stärke kann der Ebergeruch durch Pökeln, Räuchern, Marinieren oder Würzen kaschiert werden. Die Fleischqualität wird durch die Ebermast nicht beeinträchtigt. Die Schlachtkörper haben einen höheren Muskelfleischanteil bei geringerer Verfettung. Die Fettqualität bei Ebern ist anders als bei Kastraten. Die Tatsache, dass das Fett von Ebern weicher ist als das von Kastraten, begrenzt die Verwendbarkeit. Das heißt, dass die Fettqualität der Hauptgrund dafür ist, dass der Markt für Eberfleisch begrenzt ist. Das Entscheidende dabei sind gute Absprachen mit den Abnehmern und mit der gesamten Wertschöpfungskette. Landwirt Knees hat einen festen Ankäufer für seine Eber und wird am Schlachthof nach Ebermaske bezahlt. Die Ebermaske ist zweimal zu meinen Ungunsten verändert worden in den letzten Jahren. Wenn jetzt kurzfristig noch eine Änderung auftreten sollte, muss ich mir tatsächlich ernsthaft überlegen, ob ich wieder kastriere. 2021 geht das ohne Betäubung gar nicht mehr. Zurzeit verdient der Landwirt mit den Ebern genauso viel wie mit Kastraten. Wegen der besseren Futterverwertung, einem geringeren Futterverbrauch und weniger Gülleanfall. Vorbildliches Management mit optimaler Tierbeobachtung und Fütterung, verbunden mit fairen Preisen, kann die Ebermast effizienter gestalten als die von Kastraten. Wenn man bei der Ebermast alles richtig macht, dann kann die biologische Leistung der Tiere weit überlegen sein den Kastraten gegenüber. Wenn allerdings die Bezahlung der Eber nicht denen der Kastraten entspricht, könnte dieser biologische Vorteil zunichte gemacht werden. Welchen Rat gibt der Experte den Bauern bei der Wahl der Kastrationsalternative? Wenn man sich für eine der Alternativen entscheiden muss, ist es klug, danach zu schauen, welche Nachteile die Methoden haben und dann zu entscheiden, welche der Nachteile kann ich auf Dauer am besten aushalten. Mit den Vorteilen kann jeder leben. Natürlich auch Ebermester Martin Knees. Also, solange es für die Tiere in Ordnung ist und für mich wirtschaftlich erfolgreich, werde ich bei der Ebermast dabei bleiben. Vorbildliches Management, intensive Tierbeobachtung, bedarfsoptimierte Fütterung und faire Preise führen zu Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der Ebermast.